Wir nehmen etwas auf. Ja, ich verliere mich extrem gerne in Geschichten. Das war eigentlich immer schon so. Als Kind habe ich sehr viele Geschichten gehört. Ich habe es total gerne, wenn meine Mutter uns Geschichten erzählt hat. Später habe ich sehr viel gelesen. Ich habe Literatur studiert. Und jetzt mit dem Kind bin ich wieder auf die Idee gekommen, Hörbücher zu hören. Also, sobald er heimkommt, tut er eigentlich sich anlegen auf den Teppich. Je nachdem, ob er Kopfhörer oder nicht. Und dann legt er eigentlich los und hört die Geschichten. Aber es ist für ihn, glaube ich, einfach eine Art, zum Ankommen und zum Entspannen. Es gibt jetzt auch Geschichten, die ich neu entdecke mit ihnen, extrem viele. Beispielsweise die drei Fragezeichen habe ich früher gar nicht so gehört, die hat mein Bruder gehört. Und die finde ich jetzt richtig cool. Und ich merke, wenn ich nicht von A bis Z mitlose und einen Teil verpasse, dann regt mich das auf. Und manchmal ist es sogar so, dass ich es nur nachlose. Marcia, jetzt musst du einfach 5 Minuten nicht rufen, ist gut? Ja. Geh doch schnell in den Keller etwas holen. Das ist nicht was, aber... Keller ist immer gut.